Also, mich nimmt es natürlich Wunder, wie ihre Geschichte ist und nicht nur wie die Geschichte ist von ihrem Essen, sondern auch ihre persönliche Geschichte. Und was aber verbindet, ist natürlich schon immer das Essen und die Kulturen. Und von dem her glaube ich, ist es ein super Ort, die Frauen kennenzulernen in der Küche, über ihre Kultur mehr zu erfahren, über den Genuss und Geschmäcker. Also ich freue mich extrem und ja, habe freudige Erwartungen. Ich komme aus Syrien. Denizli, Egypt, in Türkei. Wo ich komme, Sri Lanka. Diese Shakshuka mit Elegamuse, mit Kartoffeln, Tomaten, Zwiebeln, Paprika, Petersilie, alles diese zusammen lassen. Waschen, nachher schneiden, kleine. Nachher alles zusammen, Fleisch und Kuchen zusammen. Nee, nicht viel, so viele, eine Stunde Kuchen, nicht so viele, ja. Gericht, Name Lahmacun. Und das ist vegan, was ich heute gemacht. Auf dem Feld wird geerntet, mit dem Öl andünstet. Und das kommt Peperoni, Walnuss und Kirchererbsen, ein Chili-Pfeffer, das vorbereitet, was man draufstricht und im Backofen legt. Und nachher die anderen Zutaten, Oliven, gehackt, Tomate geschnitzelt, Zitrone und Rucola-Salat, das zum Dekorieren. Kaviar haben wir ja sowieso Striche, aber das macht sehr satt. Diese Kotteroti. Kotteroti, erst einmal Zwiebel, nachher diese vegan, diese Karotten, nachher ein bisschen kochen. Nachher Lauch, Mutter, Großmutter, alles, viele Leute in meinem Land, ist alles, diese. Viele Leute kennen diese Kotroti gemacht, aber sehr gut diese. Also ich würde sicher wollen mitnehmen, der so ein bisschen Frauen-Spirit, die verschiedenen Inspiration von den verschiedenen Kulturen und Geschmäckern, aber auch die persönlichen Geschichten.